Hallo ihr Lieben, es ist schon mal Paartherapeut, Beziehungscoach und vieles mehr in Hamburg, Berlin oder in der Nähe von München, aber ist ja eh gerade wurscht, weil Lockdown. Und einmal sage ich es heute noch und dann gucken wir mal, wer da so drin ist, dass ich mal ausprobieren mit einer Facebook-Gruppe. Ist jetzt nicht Teil meines Coaching-Angebots, also kein Ort, wenn man so lange Dating-Stories loswerden will, sondern einfach sich austauschen, wie kann man sein Licht mehr in die Welt bringen, ein Ort, wo nicht die Dualität und die Angst so verstärkt wird und ja, man einfach sich mal auf eine gepflegte Art austauschen kann, auch spirituelle Themen, wenn man will. Und ja, ich packe das hier nochmal drunter. Ansonsten kommen wir rein in Liebeship. Adventskalender gibt's auch, ja, bald. Und in die Selbstliebe-Challenge, die gerade startet und wo man auch sicherlich noch gut einsteigen kann. Genau, heute ein Thema, sage ich gleich vorab, ist meine persönliche Meinung, ist jetzt keine Lehrmeinung oder irgendwie sowas. Aber gut, kennt ihr ja von mir, dass ich so meine eigenen Wege gehe. Ja, neue Möglichkeiten, Zugang zu finden zu deiner Psychologie. Also ich bin mittlerweile überzeugt, was ich so wahrnehme, was ich so erlebe an mir, was ich so anderweitig sehe, habe ich das Gefühl, ja, dass wir immer bessere Chancen bekommen, wie wir auf unser Bewusstes, aber auch Unbewusstes, auf unsere eigene Psychologie zugreifen können. Also das ist ja, also ich denke, wir haben in der Vergangenheit alle viel zu viel drauf gegeben, was andere sagen, was andere bei uns sagen, was für Labels uns vielleicht andere geben, was Partner über dich gesagt haben, was die Umgebung über dich gesagt haben, was vielleicht irgendwelche Autoritätsfiguren über dich gesagt haben. Aber ich glaube, man kann immer mehr spüren, ja, man, wir sind alle Experten irgendwo für uns selbst, sag ich mal. Wir haben viel mehr Fähigkeiten, als wir denken und sind alle hohe Seelen so, ne, die jetzt hier auf der Erde sind und ist meine Meinung und können uns viel mehr Macht zurückholen und Souveränität, ne? Also man muss das nicht alles abgeben und sich klein machen und weiß ich nicht, oder irgendwelche. Also ich bin auch überzeugt, dass man auch jetzt in der Zukunft, dass man immer leichter drankommen wird an Material in deinem Bewusstsein, auch in deinem Unterbewusstsein, und dass du viel mehr mit Intentionen arbeiten kannst, ne? Dass du viel mehr sagen kannst, okay, da ist schon mal irgendwas, möchte ich gern mehr Zugang zu haben, ich setze einfach mal die Intention, ich hätte gerne mal einen Traum dazu irgendwie oder keine Ahnung, oder eine Inspiration. Also wir können viel mehr mit unserer eigenen, ja, ich weiß nicht, ob es Macht der richtige Begriff ist, aber mit unserer eigenen Souveränität arbeiten und damit spielen viel mehr, ne? Und ich glaube nicht mehr, dass es so viel, wie vielleicht in frühen Zeiten, so viel, weiß ich nicht, total komplizierte Methoden braucht, um da ranzukommen oder um da irgendwie Informationen zu bekommen oder keine Ahnung, weiß nicht, dass diese Prozesse auch immer alle ewig lang dauern müssen. Vielleicht dauern sie manchmal lang, vielleicht manchmal nicht. Also auch das sind Glaubenssätze, ne? Wie lange dauern so Prozesse? Und ich glaube, da gibt es, wenn sich immer mehr Möglichkeiten auftun, die man aber auch ergreifen darf, ne? Wo man auch sagen darf, ja, ich spiele da einfach mal mir, ich probiere es mal aus. Und also ein schönes Beispiel ist diese Sache mit dem inneren Kind, ne? Also ich gucke auch manchmal durch YouTube durch und woanders und ja, die einen machen da viel mit dem inneren Kind, die anderen sagen, es gibt gar kein inneres Kind. Und das ist zum Beispiel, wo man echt gucken kann ich damit was anfangen, ne? Du kannst für dich sagen, ob du mit Botschaften oder Sachen, die du liest, oder ob du damit was anfangen kannst. Du kannst für dich reinfühlen und kannst sagen, ja, das resoniert mit mir oder resoniert nicht mit mir. So, ne? Man muss nicht immer, andere einem das sagen lassen, ne? Was man glauben soll irgendwie. Und inneres Kind, ja, ich meine, natürlich läuft in einem kein inneres Kind rum, aber offensichtlich kann ja jeder an sich mal reinfühlen, gibt es in jedem von uns irgendwie einen Anteil, den man so nennen kann, der irgendwie empfindlich reagiert, der vielleicht ängstlich ist wie ein Kind oder manchmal eingeschnappt wie ein Kind. Und
Das ist manchmal auch so Tanz um des Kaisers Bart irgendwie, ob man das jetzt, ob man es jetzt inneres Kind nennt oder Teil PQ7 V8 im Menschen, ist so eigentlich völlig wurscht irgendwie, ne? Also wenn das, wenn ein bestimmtes Konzept oder, soll ich mal sagen, eine Gedankenstruktur, wenn die das weiterhilft, dann hilft es dir weiter. Und wenn es dir nicht weiterhilft, hilft es einem nicht weiter, ne? Das ist, ich habe das Gefühl, wir sind auch in so Zeiten, wo einem, also wir sind ja offensichtlich in Umbruchzeiten, sage ich mal, und wo die ganzen Stimmen besonders laut werden und ganz immer, ja, und viele Stimmen halt sagen, was man denken soll, aber nee, du kannst das für dich entscheiden. Und also ich bin auf jeden Fall ganz begeistert von, dass ich das Gefühl habe, es kommen immer mehr Möglichkeiten auf, wo wir mit uns spielen, mit unseren Fähigkeiten spielen können, wo wir neue Potenziale entdecken können, wo wir ja wieder die Souveränität über uns gewinnen. Und das ist doch großartig, finde ich, ne? Absolut großartig. Also ich finde es auf jeden Fall begeisternd, also, drüber nachzudenken, weil ich glaube, da ist so viel im Umbruch, auch letztlich, wenn man so will, in der Psychologie irgendwie. Und das ist Wahnsinn. Also man sollte wirklich die Zeichen der Zeit erkennen und damit aufsteigen auf den Zug. Und klar, wir sind, wir als Menschen, wir lieben es immer bequem, wir haben immer, ach, das Alte soll am besten immer bleiben, aber irgendwie auch nicht, ne? Ich meine, offensichtlich gibt es ja noch viel Potenzial auf unserem Planeten. Aber das erfordert eben manchmal auch, ja, loszulassen, Dinge loszulassen, die einem nicht mehr gut tun. Wisst ihr ja alle, haben wir ja in hunderten Videos thematisiert hier, ob das jetzt Beziehungen sind, die einem nicht mehr gut tun, oder Freundschaftsbeziehungen, die einem nicht mehr gut tun, oder Arbeitsbeziehungen, die einem nicht mehr gut tun. Klar muss das jeder für sich entscheiden. Also man kann niemandem die Entscheidung abnehmen. Also wir haben alle einen freien Willen hier und können überlegen, was wir machen, aber vielleicht sind wir wirklich gut beraten, mal zu gucken, ja, können wir nicht auch mal losspringen, Neues ausprobieren und endlich, habe ich ja gestern schon gesagt, diesen elenden Kampf endlich mal niederlegen, ne? Gegen andere, gegen uns selbst und aber schon, ja, in seiner Größe dastehen, sich abgrenzen, sich auch nicht, ja, kann ich jetzt nochmal sagen, sich nicht kleinreden lassen oder in einen X für ein U verkaufen. Und wenn dir einer sagt, das ist ein X, weil du nimmst ein U wahr, dann ist es eben U. Also das lass dir das nicht mehr einreden irgendwie so, ne? Ja, ich hoffe, es irgendwie kommt zwischen den Zeilen rüber, was ich sagen will. Ich merke, es ist ein schwieriges Thema, aber werde ich bestimmt nochmal aufgreifen. Schickt mir uns auch gern neue Fragen. Ich könnte mal wieder auch, weiß ich, ganz normal Dating, Beziehungsfragen oder Erfolgsgeschichten, könnte mal wieder ein bisschen was Neues gebrauchen, und dann wünsche ich euch noch einen hervorragenden Samstagabend und wir werden uns bald wiedersehen.